Guten Abend, meine Damen und Herren. Unser heutiger Gast, Oberst Wolfgang Wilberger, ist zwar in Ruhestand, aber als Präsident der Österreich-Bosnisch-Herzegowinischen Gesellschaft ist er sehr aktiv. Heute Abend führt uns Wolfgang Wilberger, den ich seit ein paar Jahrzehnten kenne eigentlich, durch einen Teil der gemeinsamen Geschichte Bosniens und Österreich. Und ich hoffe, dass die Reise eine sehr lehrreiche sein wird. Es ist wichtig, die Geschichte zu erzählen und sogar immer wichtiger. Denn wer die Vergangenheit nicht kennt, verstehe die Gegenwart nicht und kann die Zukunft nicht gestalten. Das habe ich einmal auf deinem Letterfall so gehört. Was für mich heute Abend sehr wichtig ist, etwas zu erzählen, und zwar Wort Bosniaken wird oft gehört, wobei die Bosniaken damals sind die Bosnier von heute, sind die Menschen verschiedener Religionszugehörigkeit. Das einfache Wort hat sich im Jahrhunderte gewandelt und heutige Bosnier sind eigentlich damalige Bosniaken. Die Bosnier waren immer anders. Das ist mir auch wichtig, heute das mitzuteilen, weil im Mittelalter, für diese Behauptung wird Universitätsprofessorin Nada Klaić zitiert, dass Ban Stjepan II. Zuerst sein Eid bei den guten Bosnier und erst dann bei der Kirche geleistet hat. Der zweite Beweis, dass die Bosnier anders waren, als die Osmanen gekommen sind, dann ist ein großer Teil der Entwicklung der Bevölkerung zu Islam beigetreten. Es ist interessant, ich möchte nicht in warum gehen, sondern die Osmanen waren eigentlich weniger in Bosnien als in Serbien oder Mazedonien. Und trotzdem haben in Bosnien viel mehr Islam angenommen. Ein Großteil der aus Spanien vertriebenen Juden, die sogenannten Sepharden, haben sich damals auch noch in Bosnien unter osmanischer Herrschaft angesiedelt. Durch den zweiten Besatzer, jetzt kommt es, der österreichisch-ungarische Monarchie und den anfänglichen Widerstand, das wird uns auch der Wolfgang viel mehr erzählen, akzeptierten die Bosnier die neue Macht in so einem großen Ausmaß, dass das zweite bosnische Regiment zumeist ausgezeichnete Regiment in der KK-Monarchie wurde. Und in jetziger Zeit hat Professor Otto Kronsteiner von der Universität Salzburg diese bosnische anders erkannt. Und das möchte ich vorlesen. Durch ihre Lage an der tektonischen Bruchstelle zwischen West- und Oststrom sind die Bosnier beides kennend weise geworden und haben sich für anderes interessiert. Sie sind die besseren Europäer. Nach all diesen Erfahrungen gibt es für Bosnien, um wieder in Frieden leben zu können, einen Ausweg. Und der ist terminologischer Art. Man bezeichnet sich wie früher als Bosnier und seine Sprache, wie immer sie linguistisch beurteilt, wird einfach als Bosnisch. Diese Möglichkeit sollte allen offen stehen und von allen angenommen werden, von Mohammedanern wie von den aus Ferne aufgehetzten und genötigten serbischen und kroatischen Bosnier. Zitat Ende. Nun kommen wir zurück zur Zeit, als Bosnien den ersten Quantensprung der Industrieentwicklung erlebte, Monarchiezeit. Während die Bosnier, die bosnische Orthodoxen, bosnische Katholiken, bosnische Moslems und bosnische Juden zur Monarchie standen. So, lieber Wolfgang, danke, dass du uns durch einen Teil der gemeinsamen Geschichte führst. Bitte sehr. Danke, Siraj. Ich beginne mal mit einigen Takten Musik, ja? Und zwar hast du ja ursprünglich gesagt, die Bosniaken kommen. Thank you.
So, das waren jetzt einige Takte des Marsches Die Bosniaken kommen vom Militärkapellmeister Eduard Wagnes. Der war nämlich ein Grazer und von Anfang bis zum Ende der Monarchie immer Militärkapellmeister bei dem 2. bosnisch-herzegowinischen Infanterieregiment. Und dieser Marsch hat auch dazu gedient, die Grazer mit dem Regiment wieder zu versöhnen. Er ist aber im Jahre 1895 nach Banja Luka geschickt worden, hat dort die Militärmusik des Regiments aufgebaut und ist dann noch im selben Jahr mit der Militärmusik an der Spitze, mit diesem Marsch, den er komponiert hat, in Graz einmarschiert. Und haben die Dominikanerkaserne, wer also Graz kennt, neben der Andrékirche, bezogen. Wieso die Versöhnung mit Graz notwendig war, dazu komme ich noch später. Bevor ich Ihnen diese kurze Geschichte erzähle, darf ich mich einmal selbst vorstellen für diejenigen, die mich nicht so intensiv kennen wie der Gottfried Maicher. Ich bin 1948 geboren im Burgenland. Mein Vater war Zollwachebeamter und war halber Burgenland-Kroate. Zu Viertel habe ich slawisches Blut in mir. Und meine Mutter ist in Sopron geboren. Also Sie sehen hier schon irgendwo die Monarchie auch vereinigt. Ich habe dann 1967 am Humanistischen Gymnasium in Mattersburg maturiert und bin 1971 aus der Theresianischen Militärakademie in Wiener Neustadt ausgemustert worden als Offizier nach Graz. Und ich darf gleich erwähnen, dass an dieser Theresianischen Militärakademie derzeit auch einige bosnisch-herzegowinische Militärakademiker studieren und die ersten demnächst ausgemustert werden, ausgestattet mit dem Wissen, das man eben an dieser Fachhochschule vermitteln kann. Ich war dann eben Offizier in Graz, war der letzte Kommandant des sogenannten Landwehrstammregiments 54, das der Traditionsträger des bosnisch-herzegowinischen Infanterieregiments Nr. 2 gewesen ist. Und wie ist es dazu gekommen? Im Jahre 1881 wurde das provisorische Wehrgesetz für Bosnien-Herzegowina erlassen und damit die Wehrpflicht auch in Bosnien-Herzegowina eingeführt. Das war durchaus, ja, wie soll ich sagen, etwas am Rande der Legalität, würde ich mal sagen, denn zu diesem Zeitpunkt war Bosnien-Herzegowina ja noch völkerrechtlich Teil des Ottomanischen Reiches und Österreich-Ungarn war ja nur beauftragt, es zu verwalten. Die Hohe Pforte hat zwar mehr oder minder mündlich protestiert, aber es sind keine schriftlichen Noten hier eingegangen angeblich. Wahrscheinlich hat man das auch finanziell irgendwie abgegolten. Österreich-Ungarn hat ja vier Großbezirke geschaffen in Bosnien-Herzegowina und das waren eben dann gleichzeitig für das Militär die Ergänzungsbezirke, nämlich Sarajevo, Banja Luka, Donja Tuzla und Mostar. Und ab dem Jahr darauf, 1882, wurde dann mit der Wehrpflicht, sagen wir, eher vorsichtig begonnen, mit je einer Kompanie pro Jahr in jedem Ergänzungsbezirk, im nächsten Jahr wieder eine Kompanie, im nächsten Jahr wieder eine Kompanie, sodass man dann im Jahr 1885 vier Kompanien hatte, die zu einem Bataillon geformt wurden. Und das ist dann so weitergegangen, sodass dann im Jahr 1894 in jedem dieser Ergänzungsbezirke ein Regiment vorhanden war und die wurden dann benummert. Das K&K, bosnisch-herzegowinische Infanterieregiment Nr. 1, kam eben dann aus dem Ergänzungsbezirk Sarajevo, Nr. 2 aus Banja Luka, Nr. 3 aus Donja Tuzla und Nr. 4 aus Mostar. Und
ab dem Jahr 1895 wurden dann diese Regimenter, so wie es üblich war in der K&K-Armee, in andere Städte oder Garnisonen in Marsch gesetzt. Wobei zum Unterschied von allen anderen Regimentern, die nämlich üblicherweise nach 2, vielleicht 3 Jahren ihre Garnison wieder wechseln mussten, quer durch die Monarchie, hat man die bosnisch-herzegowinischen Regimenter in den Großstädten belassen. Also BH1 war in Wien, und zwar immer in Wien, BH2 in Graz, BH3 in Budapest und BH4 zunächst auch in Wien und ab 1908 in Triest. Es ist dann noch das Feldjäger, das K&K Bosnisch-Herzegowina Feldjägerbataillon dazugekommen, das hat man dann in Wiener Neustadt garnisoniert. Und warum hat man die in den Großstädten belassen? Man wollte damit die bosnisch-herzegowinische Jugend, die ja eher nicht, sagen wir, in solchen modernen, mondänen Großstädten vertraut war, an die neue Zeit heranführen. Die sollten dann nach Hause zurückkehren, dort erzählen, wie das Leben in einer modernen Großstadt sich abspielt und auch ihre Bildung dementsprechend erweitern. Und das war also der Hauptgrund, dass die dann immer dort geblieben sind. Und die sind auch sehr gerne, da sie ja anders adjustiert waren, nämlich man hat ihnen ja als Uniform eher aus der türkischen Zeit auch gewisse Utensilien belassen. Sie wissen ja, die hatten ja diesen roten Fes, ne? Den wir dann auch bei unserer Gesellschaft als Vereinszeichen tragen. Und das war dann eben der Grund, warum man die in den Großstädten belassen hat. Und jetzt zu der Geschichte von dem Marsch. Im Jahre 1897, also 2 Jahre nachdem die Zweier Bosniaken nach Graz gekommen sind, wurde unter Ministerpräsident Badeni eine Sprachverordnung erlassen, die besagt hat, dass die Beamten die Sprache auch lernen müssen in dem Teil der Monarchie, wo sie also ihre Beamtentätigkeit ausüben. Und das hat hauptsächlich in Böhmen zu großer Unruhe und Widerstand geführt, weil das hatte bedeutet, dass die tschechischen Beamten, die ja sowieso Deutsch konnten, wesentlich im Vorteil waren gegenüber den deutschsprachigen Beamten, die nämlich erst Tschechisch lernen hätten müssen. Und besonders die schlagenden Burschenschaften, die ja sehr deutschnational sind, haben sich auch in Wien und in Graz aufstandähnliche Demonstrationen veranstaltet. Und in Graz war das so stark, dass die Polizei sich genötigt gesehen hat, das Militär um Assistenz zu ersuchen. Und der Korpskommandant Sukovate hat dann eben die vorhandenen Truppen, und das waren eben zum einen das Dragonerregiment 5, das war ein eher slowenisches Kavallerieregiment, und also untersteirisch, und eben das bosnisch-herzegowinische Infanterieregiment Nummer 2. Und jetzt war natürlich das eine besondere Provokation für diese Deutschnationalen, dass ausgerechnet slawische Truppen hier gegen sie vorgerückt sind, und es hat dann Schwerverletzte gegeben und so weiter. Es war natürlich ein Großteil der Grazer Bürgerschaft, die ja auch immer wieder sehr national war, hat sich da auch beteiligt, und man war dann also auf die Bosnier nicht gut zu sprechen. Und aber es gab jeden Sonntag ein Konzert der Militärmusiken im Stadtpark. Und hier ist es mit Hilfe der Militärmusik der Bosnischen ist es nach und nach gelungen, mit der Grazer Bevölkerung sich wieder zu versöhnen, was in weiterer Folge sich auch darin niedergeschlagen hat, dass sehr viele Maturanten, einjährig Freiwillige, sich als Reserveoffizier in dieses Regiment gemeldet haben. Nebenbei ein kleiner Hinweis, auch unser Bundespräsident Scherf
war einer von denen, die also ihr einjährigen Jahr bei den Zweier Bosniaken abgeleistet haben. Er war zwar kein Grazer, er war ja aus Nikolsburg in Mähren, heute Tschechei, aber seine Freundin war aus Graz, bzw. aus der Umgebung, und er hat sich deshalb dort seinen Wehrdienst abgeleistet. Und weil das so war, schauen Sie, diese Reserveoffiziersanwärter, die haben immer geschaut, welches Regiment ist denn gerade in der Nähe, wo ich wohne, weil die wollten also nicht jetzt ein weiß Gott wohin einrücken. Und das waren eben einmal rumänische, einmal tschechische, einmal italienischsprachige, einmal ukrainische. Aber die Bosnier waren immer da. Und daher hat sich da gerade bei diesem Regiment ein großer Pool an steirischen Reserveoffizieren gemeldet, die dann nach dem Ersten Krieg diese Tradition und dieses Erinnern an dieses Regiment hochgehalten haben und dann begründet haben, die Meletta Feier, wie es damals geheißen hat, die alljährlich Anfang Juni abgehalten wurde. Was heißt jetzt Meletta Feier? Das Regiment, ja, eines muss ich noch sagen, jedes Regiment, auch alle anderen, hatten immer nur drei Bataillone unterwegs, sozusagen in der Monarchie, und ein Bataillon war immer am Platz des Ergänzungsbezirks, weil das quasi so ein Ausbildungsregiment war, und von dort wurden dann der Nachersatz auch zu den anderen nachgeschickt. Also mit drei Bataillonen ist dann das Regiment in den Ersten Weltkrieg gezogen, zunächst nach gegen Russland. Die Feuertaufe hat das Regiment am 26. August bei Slotzow, ostwärts von Lemberg, erfahren, mit den ersten Gefallenen. Aber es wurde dann in weiterer Folge an den italienischen Kriegsschauplatz verlegt. Und im Jahre 1916, es diente auf dem Hochplateau der sieben Gemeinden mit dem Hauptort Asiago, Sette Comuni auf Italienisch. Und am 7. Juni wurde unter dem Kommando von Oberstleutnant Stefan Duic, der Name sagt, dass er gebürtiger Kroate war, gegen weit überlegene Italiener bergauf angreifend der Monte Meleta Fior erobert, wobei die Bosniaken über 200 Gefallene hatten. Und diese Waffentat hat also große Anerkennung in der gesamten Armee hervorgerufen. Und es wurde ab dort dann, ab diesem Jahr, wurde dieser 7. Juni sozusagen zum Regimentstag des Zweier Bosniakenregiments erklärt. Und das hat sich dann auch nach dem Ersten Weltkrieg zunächst einmal in Graz fortgesetzt mit einer Gedenkfeier. Und aber auch in weiterer Folge nach dem Zweiten Weltkrieg. Das Zweier Bosniakenregiment ist dann in weiterer Folge am italienischen Kriegsschauplatz verblieben. Ein Bataillon wurde abgestellt zum sogenannten Orientkorps, dessen Kommandant dann in weiterer Folge Oberstleutnant Duic war. Dieses Orientkorps sollte ja nach Palästina abgehen, aber die Transportmöglichkeiten in erster Linie mit Eisenbahn in Palästina waren also nicht ausreichend genug. Es ist dann zunächst also im Einsatz geblieben in Italien im Rahmen der 12. Isonzo-Schlacht bis zur Piave und kam dann nach Albanien, wo es beim letzten großen Erfolg der K&K-Armee unter dem General Franzo Baldin erfolgreich zum Einsatz gebracht wurde. Interessant ist, dass dieses bosnisch-herzegowinische Infanterieregiment Nr. 2 im gesamten Bereich der Armee, der K&K-Armee, zum meist ausgezeichneten Regiment wurde. Das heißt, es hat rein quantitativ die meisten Auszeichnungen erhalten für Tapferkeit, darunter auch ein Maria Theresienkreuz für den Offizier, für den Hauptmann Glogovac. Ich muss immer sagen, ich finde das deshalb auch interessant, weil ja das Zweierregiment aus dem Ergänzungsbezirk Banja Luka war und
Banja Luka ist ja heute auch die Hauptstadt der Teilrepublik Srpska. Das heißt, es hatte den meisten Anteil an serbischstämmigen Bosniern, fast 50%. Und irgendwie finde ich das interessant, dass gerade das Regiment, das von allen bosnischen Regimentern und von den anderen ja sowieso den meisten Anteil an Serben hatte, zum meist ausgezeichneten Regiment in der österreichisch-ungarischen Armee geworden ist. Also das heißt, dass die Bosnier, wie wir alle wurden ja damals als Bosniaken bezeichnet, du hast das ja erklärt, offensichtlich mit dem Fortschritt, den sie in diesen 35 Jahren bis zum Beginn des Ersten Weltkrieges durch die Verwaltung Österreich-Ungarns erfahren haben, dass sie das offensichtlich so positiv empfunden haben, dass sie das auf diese Art und Weise ihrem damaligen Land zurückgegeben haben. So sehe ich das. Diese Erinnerung an das Grazer Bosniakenregiment ist ja in der Steiermark auch sehr stark dadurch gegeben, dass der größte bosnisch-herzegowinische Friedhof außerhalb Bosniens in Lebring, genau gesagt in der Nachbarortschaft Lang, also das bosnische Zweierregiment war dann der Platz für den Nachersatz heranzubilden in der Stadt Graz zu klein. Und man hat dann das Regimentskommando und die Ausbildungsmöglichkeiten in ein Lager südlich von Graz verlegt, nach Lebring heißt das dort. Dort wurde natürlich auch, war es notwendig, eine Sanitätseinrichtung zu betreiben, denn es üblicherweise sind die Soldaten sind dort ausgebildet worden. Der Nachersatz ist dann sozusagen im Eisenbahntransport an die Front geschickt worden. Die Züge sind wiederum mit Verwundeten, Erkrankten, aber nicht nur Angehörigen des Regiments, sondern auch Kriegsgefangenen und, wenn ein Platz war, auch Angehörige anderer Regimenter zurückgekommen, wurden dann dort in dieser Sanitätsanstalt gepflegt. Aber sehr viele haben das nicht überlebt an Seuchen und eben an den erlittenen Verwundungen, sodass dann zunächst die ersten Toten wurden ja am Friedhof in Lebring begraben. Die Gemeinde konnte das dann nicht mehr fassen. Und es wurde dann notwendig, am Rande des Lagers, das war dann schon die Nachbargemeinde Lang, heißt sie, einen eigenen Friedhof zu errichten, der heute noch besteht und vom Österreichischen Schwarzen Kreuz vorbildlich gepflegt wird. Es liegen dort insgesamt 1600 Soldaten, davon sind 1233 Angehörige der K&K-Armee und von diesen wieder 805 Soldaten des bosnisch-herzegowinischen Infanterieregiments Nr. 2. Und man hat damals auch sehr wohl berücksichtigt, welcher Religion die jeweiligen Regimentsangehörigen angehören, sodass man dort genau unterscheiden kann, wo liegen die muslimischen, wo liegen die pravoslawischen und wo liegen die katholischen Angehörigen des Regiments. Und wie ich schon gesagt habe, dort findet ja auch alljährlich ein Gedenken, eben auch im Rahmen des Meletta-Gedenkens statt am Anfang Juni. Aber es gibt schon immer und traditionell den sogenannten Bosniaken-Sonntag. Das ist immer der letzte Sonntag im Oktober, also vor Allerheiligen, wo genau auf diesem Friedhof immer schon eine größere Gedenkfeier mit Kranzniederlegung stattfindet. Und dieses Meletta-Gedenken wurde von den ehemaligen Angehörigen, hauptsächlich also Offizieren des Regiments, gepflogen. Und in den 70er Jahren sind diese Angehörigen, die damals noch im Raum Graz eben das abgehalten haben, an das Bundesheer herangetreten und zunächst das Ausbildungsregiment 10 und eben später das Landwehrstammregiment 54 waren dann diese Regimenter, die
die das gerne übernommen haben. Und es wurde auch das Regiment ab den 80er Jahren offiziell vom Bundesministerium mit der Traditionspflege des K&K, Bosnisch-Herzegowinischen Infanteriegangs Nr. 2, betraut. Das ist insofern interessant, weil diese Traditionspflege für dieses Regiment ist der einzige Fall, wo eines Regiments gedacht wird im österreichischen Bundesheer, welches seinen Ergänzungsbezirk zur Gänze außerhalb des heutigen Österreichs hat. Es gibt also natürlich Regimenter, die anderen Verbänden als zur Traditionspflege zugewiesen wurden, die teilweise heute in Österreich und mit Teilen im angrenzenden Ausland sich befinden. Also das ist in der Untersteiermark so, oder das ist bei uns im Burgenland die Regimenter 76, 83. Die sind also teilweise von heutigen Burgenländern belegt worden. Aber ein Regiment, das zur Gänze den Ergänzungsbezirk außerhalb von Österreich hat, ist nur in diesem Fall gegeben mit dem bosnisch-herzegowinischen Regiment Nr. 2. Und ich denke, das ist eben heute noch eine entsprechende Anerkennung für die Leistungen, die durch dieses Regiment im Ersten Weltkrieg erbracht wurden. Im Zusammenhang mit diesem Meletta-Gedenken möchte ich nicht verabsäumen, hinzuweisen auf eine Persönlichkeit, die hier sehr viel für die bosnische Sache, entschuldigen Sie, wenn ich immer bosnisch abkürze, ich weiß schon, politisch korrekt müsste ich bosnisch-herzegowinisch sagen, aber das zweite Regiment war ja aus Bosnien, das vierte Regiment war aus der Herzegowina und das ist ein Unternehmer aus Wien gewesen, Paul Josef Urban war sein Name. Und dieser ist in den 80er Jahren an das Landwehrstammregiment 54 herangetreten, mit dem Ersuchen, auch die Tradition des Bosnisch-Herzegowinischen Infanterieregiments Nummer 1 aus Wien in die Traditionspflege mit aufzunehmen. Warum? In Wien hat es schon auch genau einen ähnlichen Verein gegeben, der die Tradition des 1er-Regiments gepflogen hat. Und sein Vater war einmal Offizier des BH1 und er selber ist auch in Sarajevo als eben Sohn dieses Offiziers zur Welt gekommen. Und Urban wurde auch nach dem Zerfall von Jugoslawien, hat er sich so also auch engagiert und so seine Unterstützung für das neue Bosnien-Herzegowina zum Ausdruck gebracht, dass in weiterer Folge auch die Staatsbürgerschaft von Bosnien-Herzegowina erhalten hat. Präsident Izetbegovic hat ihn zu seinem Sonderbotschafter ernannt und er führte dann auch als bosnisch-herzegowinischer Bürger den Doppelnamen Pavo Jusuf Urban Ibruljevic. Und man kann fragen, wo nimmt er den Namen Ibruljevic her? Das ist auch insofern interessant, dass er zu Ehren von Oberstleutnant Muljo Ibruljovic übernommen, der als echter Bosniak, es haben ja sehr in den Regimentern haben ja Offiziere aus allen Teilen der Monarchie gedient und natürlich haben in den bosnischen Regimentern auch viele serbokroatisch sprechende Offiziere aus Kroatien oder eben von der ehemaligen Grenzkorridor, die ja oft Serben waren, die aber seinerzeit ja, die Geschichte kennen Sie ja, vor den Türken nach Österreich geflüchtet sind und dann dort eben in der Krajina angesiedelt wurde. Und das waren ja Wehrbauern und viele Söhne von denen sind auch Offiziere geworden. Aber echt ein Offiziersnachwuchs in Bosnien-Herzegowina ist ja in dieser kurzen Zeit erst langsam herangebildet worden. Es ist ja auch eine Militärrealschule in Sarajevo entstanden. Und Mujo Ibruljovic war derjenige Bosniak, der also in der KOK-Armee
bis zum Rang eines Oberstleutnant aufgestiegen ist. Und nachdem er kinderlos geblieben ist, hat eben Urban seinen Familiennamen sozusagen als Zweitnamen mit übernommen. Und er war auch, es ist auch seiner Initiative zu verdanken, dass dann im Jahre 1989 die österreichisch-bosnisch-herzegowinische Gesellschaft, die hieß damals noch Österreichische Gesellschaft für bosnisch-herzegowinische Beziehungen, gegründet wurde, dessen Präsident ich ja gegenwärtig bin. Dazu komme ich noch. Und am Friedhof in Lang haben wir dem Pavo Urban, der ja 100-jährig gestorben ist, eine bronzene Büste aufgestellt. So, jetzt möchte ich euch noch wieder ein kleines Musikstück bringen. Und zwar, wenn Sie gestatten, dann möchte ich euch spielen den Herzegowiner Marsch von Fučík. Und er gefällt mir deswegen, weil er in den ersten Takten darauf hinweist, dass das also einmal unter türkischer, osmanischer Herrschaft gestanden ist. Und in der Fortsetzung des Marsches kann man dann erfassen, dass dann die Ordnungsmacht aus Österreich-Ungarn eben gekommen ist und hier für den Schub um 100 Jahre nach vorwärts vielleicht gesorgt hat. Ich weiß nicht, ob Sie sich da auch mit mir identifizieren, aber ich interpretiere das, ich spiele es Ihnen einmal vor. Ja, das war der Herzegowiner Marsch. Und ja, wie ist der Einmarsch dann erfolgt? Also hier eine kurze Rückblende. Dass überhaupt Österreich zu Bosnien-Herzegowina gekommen ist, liegt ja am Berliner Kongress von 1878. Am 13. Juli wurde Österreich damit beauftragt. Man wollte wohl verhindern, dass Russland irgendwie über Serbien an das Mittelmeer kommt. Und Ministerpräsident Andrássy war noch der Meinung, dass hier eine Militärmusik ausreichen würde, aber da hat man sich ja sehr schwer getäuscht. Und mit 29. Juli 1878 ist dann der Einmarsch erfolgt. Zunächst mit 4 verstärkten Divisionen, 3 aus dem Bereich Slawonien, und eine aus dem Raum Ragusa, also Dubrovnik, nach Norden Richtung Mostar. Und es ist gleich zu Beginn zu schwereren Kampfhandlungen gekommen, nämlich in Maglaj und auch Banja Luka und so weiter, sodass dann der Oberbefehlshaber, Feldzeugmeister, also etwa Generalleutnant Josef Freier von Filipovic, sich genötigt sah, in weiterer Folge, um Verstärkungen anzusuchen, denn mit diesen 4 Divisionen konnte er die
Aufständischen oder die, also die Kämpfer, die also gegen die Österreich hier angetreten sind, die offizielle türkische Armee durfte ja nicht, weil die Türkei oder das Osmanische hat ja zugestimmt beim Berliner Kongress dieser Maßnahme, aber eben Zivilisten und Milizen, die eben entsprechend auch bewaffnet waren, teilweise auch türkische Soldaten unter Umgehung der Bestimmungen haben sich daran beteiligt und es wurden eben dann diese Divisionen verstärkt bis zu Korpsstärke. Und die Einnahme von Sarajevo erfolgte am 19. August 1878 und bis 19. Oktober war dann offiziell das Land eingenommen und befriedet. Es gab natürlich noch immer wieder welche, sagen wir, kleinere Nachwirkungen, aber im Großen und Ganzen war dann der Feldzug beendet. Und Österreich ist dann sofort daran gegangen, hier eine vorbildliche Verwaltung zu etablieren. Das war natürlich nicht so einfach. Man musste ja in weiterer Folge entsprechende Beamte hineinbringen. Es war auf verschiedenen Gebieten notwendig, eben Maßnahmen zu setzen, ad hoc Maßnahmen zu setzen. Zum Beispiel im Schulbereich. Nicht? Man hat zwar nicht die Schulpflicht, die in Österreich herrschte, sofort und ad hoc für alle eingeführt, das ist erst viel später gekommen, aber man hat die Möglichkeit geschaffen, in den einzelnen Dörfern Schulunterricht zu geben. Wo nimmt man die Lehrer her? Man hat von den österreichischen Truppen die entsprechend qualifizierten Unteroffiziere genommen und die haben dann also zum Beispiel diesen Unterricht begonnen. Man hat vor allem mit dem Straßenbau begonnen und in weiterer Folge eben ganz schnell mit dem Eisenbahnbau. Das war ja schon allein notwendig, um auch Truppen oder auch wirtschaftliche Transporte entsprechend durchzuführen. Man hat das Bankwesen auf neue Beine gestellt, die Zentralbankgebäude können Sie ja heute noch in Sarajevo sehen, das ist genau dort, wo die ewige Flamme brennt im Zentrum von Sarajevo. Sarajevo bekam die erste elektrische Straßenbahn in der gesamten Monarchie. Wieso gerade Sarajevo? Man wollte die natürlich in Wien auch einführen, aber Kaiser Franz Josef war ja immer eher ein bedächtiger Herrscher und hat gesagt, bevor etwas in Wien zur Einführung gelangt, muss es woanders sozusagen ausprobiert werden. Nicht? Und so ist ja auch Budapest zur ersten U-Bahn gekommen, nicht? Und Österreich wesentlich viele Jahrzehnte später. Aber mit der elektrischen Eisenbahn ist es schneller gegangen. Die war also zuerst in Sarajevo und dann gleich in Wien. Ja, das Gesundheitswesen hatte nur ein komplett desolates, ein einziges Spital aus der Türkenzeit in Sarajevo gegeben. Also das musste entsprechend neu gestaltet werden. Und es wurde allerdings auch im Schulbereich, aber auch sonst auf die entsprechenden Religionen Rücksicht genommen. Manches war ja eher undurchsichtig. Das Wakufwesen auf der muslimischen Seite, die Orthodoxen waren überhaupt schwer zu durchschauen, wie die das Ganze finanziell gestalten, etc. Da ist dann die Regierung in Wien jeweils mit Istanbul oder mit dem orthodoxen Oberhaupt zusammengekommen. Und erst recht auf der katholischen Seite, die ja nur diözesanmäßig aus dem Ausland betreut wurden, wurden also vier Bistümer eingerichtet und Bosnien zu einer neuen, Kirchen,
Gemeinde also zusammengefasst in Absprache mit dem Papst. Es wurde eine lokale Polizei, eine Gendarmerie geschaffen und man hat da immer sehr Bedacht genommen auf die entsprechenden Entitäten und eben in weiterer Folge dann auch den Aufbau der militärischen Verbände in weiterer Folge. Also diese Verwaltung wurde tatsächlich dann von der Bevölkerung als sehr positiv empfunden. Ich sage immer, es war so, wenn man in der K&K-Monarchie eine Eingabe zu einem Amt gemacht hat, hat man zumindest, auch wenn sie negativ war, eine Antwort bekommen. Und das war schon sehr viel, weil das war früher vermutlich nicht immer der Fall, außer man hat entsprechend was in der Hand gehabt zum Hergeben. Ja, was haben wir heute? Besteht diese österreichische bosnisch-herzegowinische Gesellschaft, die ja aus der militärischen Tradition hervorgegangen ist, die unter dem Schutzschirm der Partnerschaft aller Nationen steht, die wiederum den Ehrenschutz unseres Präsidenten genießt. Es gibt in Österreich immer nur eine Gesellschaft, die mit einem ausländischen Staat auf außerdiplomatischer Ebene, kulturell, geschichtlich, was auch immer, eben Beziehungen pflegt. Und da ist unsere und meine Gesellschaft diejenige, die das mit Bosnien-Herzegowina beauftragt ist zu tun. Unser oberstes Ziel, sage ich hier, ist es, darauf hinzuarbeiten, dass die Entitäten, wie man sagt, immer mehr zusammenarbeiten sollen, um gemeinsam ein Ziel zu erreichen, damit sie dann wirklich ein vollwertiges Mitglied eines friedlichen Europa werden können. Und diesbezüglich wird der nächste Gast, den du eingeladen hast, wieder da sicherlich einiges dazu sagen können, welche Möglichkeiten es da nach dem Dayton-Abkommen geben könnte. Denn wir können darauf hinweisen, eben aus diesem Beispiel heraus, dass das Zweier-Bosniaken-Regiment, wo ja alle Entitäten entsprechend vertreten waren, nur durch die Gemeinsamkeit, durch die gemeinsame Kameradschaft, durch das gegenseitige Vertrauen, ihre Aufgaben und lösen konnte und diese Ziele erreichen konnte. Das geht nur gemeinsam über diese Grenzen hinweg. Das muss man also überwinden und da wollen wir also entsprechend hinarbeiten. Wir arbeiten zusammen mit Vereinigungen und Institutionen gleichgerichteter Interessen. Da haben wir also Partnergesellschaften in Bosnien-Herzegowina, in Sarajevo, in Banja Luka. Vor allem arbeiten wir aber eben auch mit dem Österreichischen Schwarzen Kreuz Kriegsgräberfürsorge zusammen, was die Kriegsgräber in Bosnien-Herzegowina betrifft. Das Schwarze Kreuz ist ja auch beauftragt, das arbeitet ja im Auftrag des Innenministeriums zur Erhaltung der Kriegsgräber, nicht nur der eigenen, sondern aller Kriegsgräber. Und da ist also für Bosnien-Herzegowina geht es ja nicht nur um die Weltkriegsgräber, die sind ja dort eher gering, sondern eben auch schon aus 1878 bis in weiterer Folge. Und wie heute schon gesagt wurde, dieser Friedhof in Mostar ist also eines der großen Ziele auch des Österreichischen Schwarzen Kreuzes und da wird die Gesellschaft auch mitarbeiten. Und soviel ich weiß, also Sie arbeiten, Frau Amra, mit der Gemeinde zusammen, mit der Stadtgemeinde
Und das Österreichische Kreuz hat also den Kontakt zum Militär hergestellt, weil laut Grundbuch ist der Eigentümer das Militär. Also da ist auch eine Sache, die man unbedingt angehen sollte. Dann mit dem österreichischen Bundesheer natürlich und hier vor allem, was Bosnien-Herzegowina betrifft, ist es ja insofern auch kein Nachteil, dass in den EUFOR-Truppen ein großer Anteil österreichischer Soldaten vor Ort ist. Und die haben ja gerade vor, ist schon wieder 2 Jahren her, den Friedhof in, den Soldatenfriedhof in Mostar von sehr vielen Bewuchs und Unrat und so weiter befreit. Ich nehme an, es ist inzwischen wieder einiges nachgewachsen. Normalerweise komme ich 1 bis 2 Mal im Jahr hin, aber voriges Jahr war es ja nicht möglich. Wir unterstützen Bildungsprojekte und auch leisten, soweit es mit unseren beschränkten Mitteln möglich ist, Hilfeleistung bei Notfällen vor Ort. Im Vorjahr konnten wir einem Spital in Jajce einige Computer, die also vom Spital in, von einem Spital in Wien ausgeschieden wurden, aber gar nicht benutzt waren, zum Beispiel denen dort abkaufen und nach Jajce bringen. Und natürlich arbeitet das, die Gesellschaft eng mit dem Schwarzen Kreuz zusammen, wenn es um dieses Meletta-Gedenken geht, wo wir eben auch immer trachten, Vertreter der bosnischen Gemeinschaft in der Steiermark oder in Österreich mit einzubinden. Und es ist ja interessant, wie viele es in Österreich gibt und wie viele davon keine Ahnung hatten. Und du weißt ja, Siraj, die Bosniaken, die bosniakischen Serben in Graz, die waren ja am ersten darüber in Kenntnis gesetzt. Aber die Serbischen, die wir also voriges Jahr oder vor 2 Jahren erstmalig hingebracht haben, die hatten gar keine Ahnung, dass sie diesen Friedhof vor der Haustüre haben. Und es war interessant zu sehen, dass eine, die da mit dem Popen mitgekommen ist, plötzlich ihren Großvater dort gefunden hat. Ja, also das habe ich schon gesagt, wir arbeiten hier zusammen, auch was also Bosnien-Herzegowina betrifft. Und ja, es ist schon so, dass es auf höherer Ebene erfreulich ist, dass, was ich schon erwähnt habe, nunmehr seit einiger Zeit schon bosnisch-herzegowinische Militärakademiker an der Theresianischen Militärakademie studieren und eben in weiterer Folge dann ihre Kenntnisse in ihrem Lande umsetzen können. Und Sie wissen es vielleicht nicht, die Militärakademie ist ja die älteste Militärakademie der Welt, noch bestehende. Und daher kann ich nur enden mit dem Satz, den der Hauptmann Gandini niedergeschrieben hat nach dem Ersten Weltkrieg, dass wir Österreicher guten Grund haben, uns der Söhne Bosniens und der Herzegowina dauernd und dankbar zu erinnern. Er hat das eben bezogen auf die Leistungen, auf die Treue, auf die Tapferkeit und die Bereitschaft, auch über, auch bis in den Tod hinein sein Leben zu geben für unseren damals gemeinsamen Staat. Und so möchte ich enden, lieber Siraj, und dir danken, dass ich diese Möglichkeit bekommen habe. Vielen Dank, vielen Dank, lieber Wolfgang. Bevor wir jetzt Zeit geben, ein paar Fragen zu stellen, möchte ich trotzdem etwas erwähnen, und zwar, dass in Graz nicht nur die 2-Bosniaken-Gasse noch vorhanden ist, sondern in Österreich gibt es noch Bosniakeln, ein Kümmelgebäck, der an die K&K-Truppe erinnert. Und die habe ich tatsächlich habe ich in 2 Ortschaften schon gefunden, in Klosterneuburg
und unten in Villach. Also das habe ich in zwei Bekreien gefunden, die zwei Bosniaken, da steht so Bosniaken, das ist so interessant. Und die tatsächlich stammt aus K&K-Zeit. Was wir zusätzlich tun eigentlich, Sie sehen auf meiner Seite, eine Seite ist ÖBHG, Österreichisch-Bosnisch-Herzegowinische Gesellschaft. Das ist, das muss so, weil Staat Bosnien heißt Bosnien und Herzegowina, darum auch Name des Vereins. Aber auf dieser Seite hier steht eigentlich Gesellschaft bosnischer Akademiker in Österreich. Und da ist interessant, jemand wird sich fragen, wieso auch hier nicht Bosnien und Herzegowina? Und wieso da? Wir haben uns entschieden, damals noch im Jahr 93, 94, für die Name, weil irgendwann haben wir, es gibt schon einen Trend, eigentlich in die Richtung, dass alle Menschen, die in Bosnien und Herzegowina leben, also sich als Bosnier nennen. Weil du kannst nicht Bosnien und Herzegowina heißen. Also es muss ein Name sein. Das ist eigentlich das einzige Land auf der Welt, der zwei Namen hat. Normalerweise gibt es kein Kroatien und Dalmatien, weil Dalmatien war früher als Kroatien nachher. Aber trotzdem ist ein oder Österreich und Steiermark. Das gibt es auch nicht. Ne? Und es ist jetzt eine Tendenz in der akademischen sagen wir so, Kreisen zurück zu Ursprung, Bosnien zur Ursprung Bosnien-Staat, weil wir waren Bosnien, es war auch Königreich Bosnien. Und jetzt ist, ja, nach dem Berliner Kongress gibt es jetzt zwei Namen. Und wir wussten nicht, warum eigentlich das so entstanden ist. Wir werden versuchen, es mal zu korrigieren. Aber das ist eine lange Geschichte. So, es gibt aber noch eine interessante Sache, warum das ich erwähnen möchte, weil nämlich die Entscheidung, wie lange etwas gedauert hat, bis Entscheidung gekommen ist in der K&K-Zeit, das ist Geschichte mit dem weißen Fes. Mit dem grauen Fes? Nein, der grauen, weißen. Das ist der erste Fes in K&K-Marine. Und das steht nämlich in einem Buch, die Bosniaken kommen, das steht, das war für mich interessant und sogar damals war interessant auch für den Außenminister Alois Mock. Der hat gesagt, in 9 Tagen, als ein Soldat gefordert hat, dass in der Pula, weil in Pula war Sitz von der K&K-Marine, der hat gesagt, jetzt kommt mein Vater zu mir im Besuch, ich möchte Fest tragen, weil es wäre eine Schande, wenn er mich ohne Fest sieht. Und dann ansuchen nach Wien und zurück in 9 Tagen ohne Internet, ohne Telefon oder ich weiß nicht, wie die das geschafft haben. Die Entscheidung kam, okay, für Marinesoldaten weißen Fes. Es war kein roten, kein grau, sondern weißen Fes. Aber interessant war, wie schnell das gekommen ist. Nämlich in jetzigen Bosnien, so eine Entscheidung ist unmöglich zu treffen. Weil momentan Präsidium ist eigentlich aus 3 Könige vorhanden und keiner traut dem anderen zu. Und deswegen kommt überhaupt keine Entscheidung zustande. So, das war jetzt mal nur ich habe ja nur den grauen Fes, nicht? Der wurde ja dann im Ersten Weltkrieg im Feld getragen als Tarnkopfbedeckung. Also zum schönen Ausgehgewand haben die Bosniaken den roten Fes getragen, aber im Gefecht und im Ding haben sie, bevor sie die Helme bekommen haben, haben sie den grauen Fes getragen. Ja. Sehr gut. Und ich als Präsident der bosnisch-herzegowinischen Gesellschaft habe das Recht, den einzigen grauen Fes, den es noch also gegeben, den wir noch gefunden haben, zu tragen. Ja. Super, sehr gut. So, ja. Meine Liebe, ich möchte jetzt mal öffnen für Fragen. Gibt es irgendjemanden, der nicht nur Fragen, vielleicht auch eine ähnliche Geschichte erzählen kann? Ja, darf ich etwas oder fragen? Bitte. Ja, guten Tag. Ich bin Amra Keso, also ich bin die Leiterin des Vereins Kreise der Vergangenheit. Und ich komme aus Mostar. Wir haben hier in Mostar, es freut mich, dass Sie über dieses Thema reden, über die gemeinsame Geschichte Bosnien und Herzegowinas und der K&K-Monarchie. Wir haben hier in Mostar einen Soldatenfriedhof aus der Zeit der K&K-Monarchie, und zwar
1890 wurde es im Grundbuch der Stadt Mostar eingetragen. Es ist leider heute, es wird durch die Genfer Konvention geschützt, aber leider ist es nicht in einem so guten Zustand. Und wir versuchen hier also diesen Friedhof in einen normalen Zustand zu bringen. Wir sind jetzt dabei, einen Vertrag mit der Agentur Altstadt von Mostar zu unterzeichnen. Und zwar, sie sind die Agentur, die für den Welterbeschutz in Mostar zuständig ist. Und wir werden versuchen, zuerst den Friedhof als nationales Denkmal einzuschreiben. Und dann wird es hoffentlich auch langsam vorangehen. Und wir werden mit Gottes Hilfe und Hilfe guter Menschen den Friedhof wieder aufbauen. Herr Wildberger, wir haben schon miteinander also per Mail gesprochen oder geschrieben. Ich hoffe, Sie kommen mal nach Mostar. Wir haben auch gesehen, dass Sie bei dem Wiederaufbau des Marienfriedhofs in Pula mitgeholfen haben. Und ich hoffe, dass Sie auch bei diesem Projekt den Wiederaufbau oder Rekonstruktion des Friedhofs in Mostar auch uns helfen und uns auch hier in Mostar mal besuchen, wenn die Corona-Zeit also vorbei ist. Ja, ganz sicher. Ich hätte ja schon im Vorjahr, im Mai wäre ich schon mit einem Arbeitskommando nach Mostar gekommen, hätte mich dort also in ein Hotel einquartiert. Ich bin nämlich vor 2 Jahren mit einem Architekten von uns, mit dem Dr. Grünwald, Ingenieur Grünwald, am Friedhof gewesen, und der hat uns auch einen Plan gemacht, wie der auch für die heutige Zeit passend aussehen könnte. Und wir haben auch einen Stufenplan, wie wir vorgehen würden mit der Restauration. Nicht? Und das wollten wir dann, im Mai ist nicht gegangen, September ist dann wieder nicht gegangen, jetzt hoffen wir auf heuer. Also es wird auf jeden Fall werden, und ich habe aber auch die Zusicherung, dass die EUFOR-Soldaten immer wieder vorbeischauen werden und nach ihren Möglichkeiten uns dann auch unterstützen werden. Also ich habe aber auch, es wird ja einiges auch hier an Geldern notwendig sein, und da bin ich jetzt schon in Verbindung auch vor allem mit, es sind ja dort also auch Ungarn, die durchaus auch über Mittel verfügen, liegen ja von denen, die im Spital, Sie wissen, wo das Spitalsareal ist, im Ersten Weltkrieg sind ja viele also dort dann begraben worden. Die Pläne haben wir, auch eine Krankenschwester, die aus Deutschland war. Und es liegen ja mindestens 70 Ungarn dort, es liegen also auch so viele Italiener, die, wo ich auch also Verbindung habe, sodass wir hoffen, dass wir hier gemeinsam Bosnisch, jetzt, also in dem Fall Herzegowinisch und eben Österreichisch, Ungarisch, Deutsch, Italienisch, dass wir hier eine gemeinsame Arbeit zusammenbringen. Da bin ich hundertprozentig sicher. Ja, es freut mich. Also ich möchte auch erwähnen, dass auch in diesem Friedhof sehr viele Zivilisten auch begraben sind, nicht nur Soldaten. Und es gibt auch William Clark, er ist der Entsteher des Fabian Society in England gewesen, und er ist hier gestorben und begraben in diesem Friedhof. Also ein weltbekannter Mann, also William Clark, und es ist wirklich, ich hoffe auch, dass das auch von dieser Seite, dass wir es auch an diese Seite also wenden können. Ja, ja, es ist sogar unlängst, vor kurzem ist sogar ein Artikel darüber in der Zeitung der deutschen Fallschirmjäger geschrieben gewesen, die uns auch hier unterstützen wollen. Und was wollte ich sagen? Er heißt ja auch deshalb bei uns Militärfriedhof, weil wir wissen, dass eben schon vor dem Krieg Militärpersonen aus der Garnison, aber auch Beamte und Ärzte und so weiter, die eben in Mostar dann ihre Arbeit nachgingen, dass die dort begraben sind. Ja. Er hatte nur das tragische Schicksal dann genommen, weil im Zweiten Weltkrieg eben zunächst die Besatzungsmacht der Italiener den im Norden dann benutzt hat. Die Kapelle steht ja auch noch, die wir
dann als erstes wollen renovieren, weil ja der Pfarrer von Plagey, der hält ja einmal im Jahr dort auch einen Gedenkgottesdienst. Und blöderweise nach den Italienern haben ja dann die deutschen Besatzungsmacht den südlichen Bereich mit ihren Gefallenen belegt. Und das hat ja dann den Ausschlag gegeben, dass dann die Partisanen diesen Friedhof dann eben, weil ja alles, was an den Faschismus erinnert, musste ja zerstört werden. Und da ist leider der ganze Friedhof dann dran gekommen. Ne? Ja. Aber das werden wir korrigieren. Genau. Okay. Ja, also da arbeiten wir. Da können wir zusammenarbeiten, ja. Es freut mich sehr. Super. Und ich freue mich darauf. Danke, Amra, danke für die Zuschaltung aus Mostar. Hat wer andere noch so eine ähnliche Geschichte? Ich möchte mich beim Wolfgang bedanken für den ausgezeichneten Vortrag. Obwohl ich schon viel gewusst habe, habe ich auch heute noch einige Schmankerl bekommen. Sehr gut hat mir gefallen die Einspielung der beiden Märsche. Das war sehr gut, hat mir sehr gut gefallen. In der Zwischenzeit, wie ich beim Bild weg war, habe ich noch im Internet gegoogelt, schnell den Feldmarschallleutnant Adam Brandner von Wolfszahn. Das ist aber so viel, ich habe nur schnell hineingeschaut und werde mir das noch genauer anschauen. Einer der höchst dekorierten Offiziere der KK-Armee steht auch drinnen. Und ich möchte auch einen Schmankerl sagen, das ich hier erlebt habe. Und zwar der ärgste Feind bei der in Besitznahme von Bosnien-Herzegowina auf ein sogenannter die Insurgenten war ein gewisser Haji Loja. Ja. Ich habe also den Namen gekannt aufgrund meiner Tätigkeit. Ich bin ja auch schon etwas länger vom Militär weg, aber ich war länger beim Militär als jetzt in der Ruhezeit. Und wie ich hierher gekommen bin, hier in Ratten, in der Steiermark, hat meine Schwiegermutter jedes Mal, wenn jemand genießt hat, gesagt, Loja. Und ich habe immer gefragt, was heißt das? Und dann habe ich gefragt, naja, Haji Loja. Also hat sich dieser Name von dem Anführer des Widerstandes gegen den Einmarsch der K&K-Soldaten so in der Bevölkerung verankert, dass der beim nächsten wahrscheinlich gesagt worden ist, Loja. Und das mit dem Gebäck, das habe ich auch gewusst, der das hier ein Bosniakerl verkauft wird. Sehr gut. Ja. Ja. Das ist mein Beitrag. Danke. Gottfried, das ist auch interessant. Das habe ich wiederum nicht gewusst, dass Haji Loja auch so mit Niesen was zu tun hat. Ja, wenn einer genießt hat und Haji nicht genießt hat, hat jemand geantwortet mit Loja. Ja. Ja, so müsste es sein. Das habe ich auch selbst erlebt, ja. Aber ich nutze die Gelegenheit, weil Elisabeth auch da ist und wir haben auch die Verbindung zu Burgenland und burgenlandischen Kroaten. Und zwar, wir haben jetzt seit ein paar Jahren die Idee, Bosnien hier als Volksgruppe Anerkennung zu erzielen. Und da erwarten wir eigentlich auch Unterstützung von Kroaten und auch von Slowenen, von slowenischer Minderheit. In Österreich. Warum das jetzt mal so der Trend ist? Weil eine gewisse Ungewissheit eigentlich herrscht und wir wollen eigentlich auch so eine quasi eine Sicherheit in Österreich auch haben, wie die anderen Volksgruppen auch. Und da werden wir auf euch später auch mal zurückkommen. Aber das ist noch eventuell zu wiederholen, warum die Bosnier damals mit dem großen Widerstand mit Haji Loja und dann später
Macht, Monarchie eigentlich akzeptiert haben, weil ich erwähnt habe, die Bosnier waren immer anders. Und das wie anders möchten wir eigentlich auch behalten mit bosnischer Volksgruppe auch in Österreich. Gegen eine Tendenz, gegen monolithische Tendenzen, weil wir möchten eigentlich diese multireligiösen, Multikulturalität eigentlich auch beibehalten, gegen die Strömungen von Radikalismen aller Art. Also das nur zu erwähnen, weil ich nutze die Gelegenheit habe. So, dann werde ich jetzt alle einfach so in die Gruppe aufrufen. Reihe nach. Otto Groh sehe ich ihn als Gast. Würden Sie etwas sagen? Moment. Können Sie Mikro einschalten? Mikrofon einschalten. Ja, müsste jetzt sein. Ja. Jetzt geht's. Ich habe weiters keinen Beitrag zu bringen. Ich habe ein paar Beiträge. Ich habe ein paar Sozialprojekte in Tuzla zuerst und jetzt in Zeneca. Aber für die heutige Diskussion habe ich keinen Beitrag zu bringen. Bin aber dankbar über das, was ich gehört habe. Dankeschön. Die restliche, die Bosnier, wie ich sehe, ich kenne alle eigentlich, Albin Amela ist Gast, Amra, Jenan, iPhone, weiß ich nicht, wer das ist. Möchte wer noch etwas sagen? Ansonsten... Hinter mir ist ja eine Flagge in Rot und Gelb, ne? Ja. Das waren auch die Farben von Bosnien-Herzegowina. Aber nachdem wir ja Bosnien-Herzegowina 1918 verloren haben, haben wir Burgenländer die dann übernommen. Also übrigens noch 100 Jahre. Und heuer feiern wir ja 100 Jahre Burgenland, so nebenbei. Genau. Sehr gut. Okay, Elisabeth. Ja, also für mich war es auch sehr interessant, Herr Wolfgang. Und ich wollte fragen, ob es etwas zum Nachlesen gibt. Zum Beispiel das, was Sie im Vortrag alles erwähnt haben. Oder ob es möglich wäre, vielleicht Ihr E-Mail, das in Chat vielleicht, falls man einen Artikel haben möchte. Also es wäre interessant, das nachzulesen. Also nachzulesen oder vielleicht mehr zu erfahren. Gibt es eine Broschüre von Ihnen oder vielleicht gibt es auch einen Newsletter oder so. Wir verweisen auf ein Buch, das mehrere Autoren, also eine Autorengemeinschaft, darunter auch ich über den militärischen Teil, aber interessant sind ja die anderen Aspekte. Und das ist erst im Vorjahr oder vor eineinhalb Jahren herausgekommen. Ich schaue jetzt gerade, ob ich das bei der Hand habe. Das finde ich, das war eine Initiative vom österreichischen Militärattaché in Bosnien damals, zusammen mit einem Universitätsprofessor. Und das würde eigentlich auf die relativ Kürze das Ganze sehr gut beleuchten, diese Beziehung, diese 40 Jahre, wo in Bosnien-Herzegowina bei Österreich-Ungarn war. Das, wie heißt das Buch genau? Ich schaue, ob ich es so finde. Zu Elisabeth, es gibt auch auf unserer Website auch einiges darüber. Okay. Über Meletta, Lebring, was wir jetzt langsam auf unsere Webseite bringen. Wenn wir Meletta besuchen, dann stellen wir die Geschichte über Meletta. Okay, danke. Okay, werde ich nachschauen dann. Ja. Danke. Sehr gut. So. Der Wolfgang ist auf der Suche, wie ich sehe. Muss aber nicht jetzt sein. Ja. Ja, wir können auch sicherlich auch per E-Mail. Ja, deswegen wollte ich fragen, ob es möglich ist, im Chat zum Beispiel E-Mail. Weil mein Vortrag setzt sich ja auch zusammen aus verschiedenen Quellen. Ja. Ich sehe es jetzt im Moment nicht. Aber Wolfgang, wir werden sowieso dies auf YouTube auf unseren Kanal stellen und eigentlich E-Mail kann man dann austauschen später. Ja, super. Ja, sicher. Okay. Nun, bitte? Wenn ich noch was sagen darf,
Bitte, bitte. Ich habe es jetzt, wenn ich noch was sagen darf, ich habe jetzt das gerade gesucht, aber nicht gefunden, aber es gibt ein Buch, das mir geschenkt wurde vor einigen Jahren, das der Generalsekretär der Industriellenvereinigung, der jetzige, gemacht hat. Der fokussiert genau auf die tapferen Soldaten von Herzegowina Bosnien. Und mit sehr vielen Bildern, also wo alles das wieder gebracht wird, müssten sie eigentlich kennen. Die Bosniaken kommen vielleicht. Das eine ist, die Bosniaken kommen. Das gibt es auch auf Bosnisch. Ja, ganz ein dickes. Also ich, blöderweise, ich habe mich nicht vorbereitet. In Gelb gehalten ist es das, mehr oder minder. Und dann gibt es natürlich das gibt es dann also auf Deutsch. Mit diesem Bild. Und ich habe es also da auf Bosnisch. Kaiser Bosniaken. Mhm. Ja. Du kannst es übersetzen, Siraj. Ja, David, wenn du... Heb noch ein bisschen hoch. Das ist ein ganz dickes, ne? Ja, das ist Kaiser Bosniaken, glaube ich. Ja. Bosniaken kommen und dann die Bosnien von... die du Buch, das du vorher erwähnt hast. Also es gibt genug. Wir werden das auf unserer Webseite auch stellen. Ich hätte doch noch eine Frage, wenn ich darf, kurz. Ich bin Pamela Belic aus Sarajevo. Bitte. Woher kommt eigentlich der Ausdruck Bosniaken? Warum wurden wir Bosniaken genannt und nicht Bosnier einfach? Ah, das habe ich, das könnte ich eventuell antworten. Die Ursprungname war Bosniani oder Bosnia eigentlich. Es wurde im Buch von Nada Klaić erwähnt, die mittelalterliche Bosnien. Als die Osmanen kamen, dann Osmanen gaben Namen diese Bevölkerung Bosniaken. Weil wenn man Bosnia oder Bosanac eintippt in Türkisch übersetzt, man bekommt Bosniak. Und die österreichisch-ungarische Monarchie hat einfach diesen Namen übernommen. Und deswegen der Bosniak eigentlich stammt vom Türkischen. Ach so, dann kann man das eigentlich auch als Fehler bezeichnen. Ja, das ist eigentlich nicht ein Fehler. Es ist einmal so ein Name, es ist Namenwandlung. Es gibt sicherlich wie Ostarici, Österreich, Austria, jedes Land, jede Volksgruppe gibt es auch so eine Wandlung. Aber jetzige Name, dort wo wir, sagen wir so, glauben, dass das sicher ist, es gibt auch eine Bestrebung von den akademischen Kreisen in Bosnien und Herzegowina jetzt, das Name Bosnia als Name für alle in Bosnien und Herzegowina lebende Menschen ist. Das heißt, alle Religionszugehörigkeiten, alle Moslems, Orthodoxen, Katholiken, Juden und alle anderen sind die Bosnier. Und ich kann mich gut erinnern, als in Jugoslawienzeit eigentlich, als jemand aus Bosnien gekommen ist, nach Montenegro, nach Mazedonien, Kroatien, Slowenien, Serbien, die alle waren Bosnier. Unabhängig davon, ob er Orthodoxer ist oder ob er katholisch ist, keiner hat bosnische Orthodoxen in Serbien Serben genannt. Alle Bosnien müssen auch so sein. Deswegen ist jetzt unsere Bestrebung Namen Bosnien und Menschen Bosnier. Das ist aber ein langer Weg, das ist ein Prozess. Ich weiß nicht, ob ich das erlebt habe, aber. Also Bosniak kommt sicherlich von Türkischen. Nein, weil ich, ich bin von Beruf also Übersetzerin und Deutsch-Bosnisch und es stört mich wirklich, wenn darüber gesprochen wird, dass es die bosniakische Sprache gibt. Also nein, das ist falsch, bitte. Ja. Es gibt keine bosniakische Sprache. Es gibt ich weiß, aber das wird von vielen in der Literaturwelt wird das von Sprachexperten wird das so bezeichnet. Nein, das ist sicherlich falsch. Also das können Sie auch von uns etwas, das können Sie von uns etwas bekommen. Und die Sprache ich war immer im Goethe-Institut bei einer Vorlesung, als ich kann mich jetzt nicht an den Namen erinnern, das war lange Zeit, vor langer Zeit. Da hat ein
ein Professor, ein österreichischer Professor, hat er über die bosniakische Sprache gesprochen. Ja, das war sicherlich falsch. Also da kann man sicherlich dagegen halten. Das ist nicht richtig, weil da es meine ja. Aber das ist ein anderes Thema. Also wir werden sicherlich. Sie können auf unserer Webseite. Amela, ich habe die Gelegenheit genutzt, jetzt einfach diesen Zusammenhang mit dem Bosniaken, mit der Bezeichnung und dann mit der Sprache. Ja, kein Problem. Sie können auf unsere Webseite zugreifen und wir werden unsere, sagen wir so, Informationen austauschen können. Danke für die Antwort. Okay. Jetzt habe ich das Buch gefunden, aber Sie haben es bereits, das ist dieses des Kaisers Bosniaken. Also Bosniaken, ja. Ja, das ist ja das Gleiche. Okay. Ich möchte mich gleich anschließen mit einem Buch für die Frau Elisabeth Brandner. Und zwar, ich weiß nicht, ob man das sieht. Jetzt, okay. Militaria Austriaca. Okay. Ja, da gibt es drei Bände dazu, die ich halte den ersten Band in die Höhe. Okay, ja. Aha, jetzt weiß ich, wie man das machen muss. Ah, sehr gut. Super, sehr gut, ja. So, jetzt gehe ich zurück. Es geht Bosnien bis zu Montenegro unten. Hälfte, na schau das an. Ja. Okay. Also, für Frau Elisabeth Brandner ist das aus dem Verlagsbuchhandlung Stör. Stör. Okay. Aus dem Jahre 1992. Okay. Und da gibt es drei, ich zeige das andere auch noch. Ja, das sieht man. Also da muss ich noch üben, damit man euch das zeigen kann. Also am besten, Gottfried, wenn du Informationen schickst und dann werde ich einfach das verteilen. Ja, also. Genau, das wäre super. Genau, dass man das verteilen muss. Ja. Schickt mir das und dann ich will einfach Dankeschön. Verteilen. Ja? Das wäre am besten. Ja, danke. Ja. Mach ein Foto, Herausgeber, Name und dann können wir schauen. Vielleicht gibt es sicherlich Interessierte, die das Buch auch haben möchten. Genau, ja. Ja. Sehr gut. Also. Ich muss noch dazu sagen, das ist eher Schwergewicht auf Militär. Ja. Und der damals in Pension gegangene Kommandant vom Jägerbataillon, das ist mehr für den Wolfgang, von der berühmte. Jetzt nicht Herzog, sondern vorher, der mit der Straßenbahn in Wien in die Pension gefahren ist. Der hat dann in seiner Pension studiert und sein Doktorschreiben war dann der Übergang von der Militärverwaltung, also vom Militär, vom Kriegseinsatz in die zivile Verwaltung. Ich habe das jetzt auch gesucht, aber nicht gefunden in der Schnelligkeit. Und zwar... Mir fällt nur ein, Herzog von Württemberg war, Feldmarschallleutnant. Herzog von Württemberg war hier eine prägende Persönlichkeit für die Umwandlung der Besatzungstruppe in die zivile Verwaltung. Ja, aber Karlei war dann der berühmte zivile Verwalter, der dann ja sehr viele Reformen gemacht hat. Ne? Ja. Das, also aber die ersten Dinge hat auf jeden Fall der Württemberg gemacht, der ja dann auch Korpskommandant in Graz war und dessen Denkmal ja in Graz steht. Ja. Und er hat ja begonnen mit diesen Straßenbau und so weiter, also diese Dinge. Aber wie gesagt, das ist dann ins Regime Karlei gekommen und Burian, die haben ja dann von der zivilen Seite das Ganze gemacht. Ich danke dem Sirajc und allen anderen, vor allem den Hauptvortragenden. Genau. Für den schönen Abend. Ich kicke mich aus. Schönen Abend. Vierte. Okay. Danke. So, ich habe mir das jetzt fotografiert, den Link. Ja, das ist auch unsere Webseite über die bosnische Sprache, insbesondere für Amela, weil das ist von Otto Kronsteiner, der Professor der Universität Salzburg. Der hat ein Plädoyer für bosnische Sprache gehalten. Und da kann man sehr gut finden, eigentlich, was hier davon hilft. Gibt es noch welche Kommentare, Fragen? Ansonsten würde ich mich auch bedanken, Wolfgang, bedanke ich mich aber alle anderen für die sehr schöne Teilnahme.
und die schönen Geschichten, die wir heute Abend mitbekommen haben. Und wir hoffen, sehen wir uns wieder am 25. mit Wolfgang Petritsch, der uns über Dayton-Abkommen etwas erzählen wird. Hoffentlich etwas Interessantes. Schauen wir mal. Okay. Schönen Abend. Okay, danke. Schönen Abend. Abend. Schönen Abend. Danke. Tschüss. 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 Beletta Marsch. Aha, okay. Also, hallo, grüß dich. Schönen Abend. So, und jetzt kommt Beletta Marsch. Okay. Zum Abschluss der Marsch. Dankeschön. Schönen Abend noch. Ihnen noch. Alles Gute, Wiederschauen. Wiedersehen, ciao.